Servus und herzlich willkommen zum neuen Part von Raft. Ja, jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass Sandman hier auftaucht. Der müsste hier auch irgendwo dann mal aufploppen. Und dann bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Wo ist er? Hallo. Wo ist Ja, ich er? bin gleich da. Hier ist Loading. Ah. Okay. Hallo, du stehst halb unter Deck. Jetzt bist du rübergezappt. Was ist denn hier los? Ja, Okay. schau dich ruhig um. Also es ist ja noch nicht fertig, ne? Ist klar. Gib mir mal 2 Sekunden. Ich lass dich. Es ist ein bisschen chaotisch noch, ne? Ist klar, weil ja alles im Bau ist, ne? Ja. So, ich meine, das hier ist im Grunde nur angezeichnet, was du jetzt hier siehst. Das muss natürlich noch, ne? Ist ganz klar. Okay. Also, ich kann es dir ja mal sagen. Hier drin. Ja. Führ mich mal rum. Genau. Führ uns Also, mal rum. hier drin wird quasi die Pflanzstation für die Beete, ne? Sei es Rüben und Kartoffeln oder vielleicht auch dann die größeren. Müssen wir mal schauen, ob die hier reinpassen. Vielleicht noch für Wassermelonen und für Ananas. Und Okay. genau, das ist halt klar zum Auffüllen von den Wasserbehältern. Und ich habe das wirklich komplett zugemacht. Ich habe nämlich gemerkt, die Möwen gehen nicht an das Zeug ran, wenn hier dann auch zu ist. Und die Pflanzen wachsen Ah, trotzdem. okay. Ja? Also die Möwe kommt nicht rein. Wenn du jetzt die Tür offen lässt, dann kommt natürlich die Möwe trotzdem rein. Und Und die geht dann durch die Tür oder glitscht die durch die Wand? nee, die geht dann durch die Tür, wenn die Tür offen ist. Die kommt dann natürlich rein. So, hier soll dann quasi Le Cucina her. Also Okay, quasi mit ja. einem Grill und wunder dich nicht, dass hier nur einer steht. Da wollte ich gerade fragen, wo ist denn der zweite hin? Den zweiten hat der Hai weggebissen. Ah. Ja, also weil die Sau, die greift halt auch wirklich mittendrin im Floß an, ne? Das ist nicht so, dass die. Da hinten ist er schon wieder. Es ist nicht so, dass der dann irgendwo am Rand nur beißt, sondern wirklich halt auch mittendrin. Jo. Kacke, echt jetzt? Oh Mann, das ist ja übel. Im Übrigen, deswegen möchte ich auch die Kisten so schnell wie möglich nach oben. In der Kiste hier beim Segel, da kannst du reingucken, weil da habe ich nämlich Zeug im Grunde für dich rein. Das heißt einen Speer und auch einen Metallhaken, dass du da quasi gleich mit ausgerüstet bist. Es schaut natürlich noch ein bisschen chaotisch aus, weil klar, ich komme gar nicht so hinterher. So, die Insel habe ich noch nicht erforscht. Das wollte ich quasi mit dir zusammen machen. Axt habe ich schon parat. Okay. Mist. Durch Ups. den Wellengang bin ich vorher hier noch raufgekommen, aber jetzt ist gerade kein Wellengang, verdammt. Ah, ich habe es geschafft. Ah, ich habe jetzt schon gedacht, ich schaff's nicht. Weil hier oben ist ja auch noch eine Kiste. Ja, also so Ist ja vom. auch Aha. noch nicht cold, oder wie? Nein, das wollte ich zusammen dann mit dir machen. Jedenfalls so Okay, von cool. der Grundfläche denke ich mir, ist das Schiff jetzt eigentlich okay. Also ich möchte das im Grunde gar nicht so viel größer bauen. Was ich mir eben nur gedacht habe, ich habe das ja bei dir gesehen, auf deinem Boot, du bist ja im Grunde eine doppelstöckig. Also, nee, nicht doppelstöckig. Also nicht nur die halbe Höhe, sondern eine ganze Höhe. Genau, ja. Ja, und ich denke, das werde ich auch im Laufe der Zeit machen. Das Beet da hinten, so wie es da ist, würde ich vielleicht sogar auf der Höhe lassen und dann mit Stufen nach oben gehen. Jo, und dann quasi, ja, ab sofort dann alles zweistöckig machen. Also, was heißt zweistöckig? Halt dieses eine Stockwerk, nicht zwei halbe Höhen, wie auch immer ich das sagen soll. Ja, nee, also einen großen Balken Ja, sozusagen, ganz so wie genau, bei große mir Balken. halt, so Ganz wie bei mir. genau. So, ich mache jetzt mal kurz die Kiste auf und mal schauen, was wir da drin haben. Super. Zwei Nägel. Nochmal einen einfachen Fischeintopfrezept. Einen Bolzen, ein Eisen und zwei Schrott. Super. Also hat sich wahnsinns gelohnt, das Ganze. Und du hast ja auch gemeint, die Pflanzen, die sind ergiebiger.
wenn man sie auf dem Schiff pflanzt. Ich habe jetzt halt auch gerade mal geguckt, ich habe die Palme hier weggehackt und habe gerade mal 3 Holz bekommen. Und ich glaube, bei mir auf meinem Schiff, wo du das weggehackt hast, da waren 6, ja. 6 Planken und viel, viel mehr. Also wir sollten wahrscheinlich wirklich mal fokussieren, unser Holz selber zu produzieren. Ja. Ich werde trotzdem hier erst einmal die Sachen wegfällen. Na? Ja, klar, freilich. Jetzt war es ein bisschen mehr. Jetzt waren es 5 Planken und vielleicht liegt es auch am Baum, kann das sein? Je nachdem, was für einen Baum man hat. Ja, kann auch sein. Und es liegt auch an der Axt. Also die bessere Axt, die schlägt auch mehr raus. Also wenn du da mit einer Steinaxt draufhämmerst, dann kriegst du da nicht so viel raus. Ja gut, ich bin jetzt ja gerade mit der Eisenaxt am Werkeln. Ja, genau, das ist perfekt. Und die haut natürlich dann wahrscheinlich auch mehr weg. Okay, dann nehme ich das noch. Ich hatte noch keinen Tauchgang. Wir haben ja vorhin ein bisschen Brainstorming gemacht, bevor wir den Part hier gestartet haben und haben uns abgesprochen, dass wir solche Parts, die mit dem Hai kämpfen, im Grunde, Entschuldigung, rausschneiden werden aus den Folgen, weil es gibt, glaube ich, nichts Langweiligeres, als immer nur zuzuschauen, wie ich auf den Hai einstech. Entschuldigung, ich bin noch etwas angeschlagen mit meiner Stimme. Von daher werden wir das wahrscheinlich jetzt dazu handhaben. Ich lasse zwar den Part komplett weiterlaufen, allerdings werde ich dann, wenn es unwichtig ist, mit diesem Hai, wenn ich kämpfe, wenn gerade irgendwas von der Unterhaltung gerade interessant ist, oder ne, dann schneide ich das einfach im Grunde raus. Also auch das Farmen. Dadurch, dass der ja weiterläuft, haben wir ja die Aufnahme ja trotzdem im Ganzen. Und wenn wirklich irgendwas Wichtiges und oder Witziges oder sonst irgendwas, was Sehenswertes, sagen wir es mal so, passiert, dann haben wir es ja auf jeden Fall. Genau. Also es ist nicht verloren. Genau. Würde mich natürlich auch die Meinung von euch interessieren, was ihr dazu sagt. Oder ob ihr sagt, nö, ich hätte gern das alles sehen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten verfahren wir einfach mal so. Wir werden es einfach mal testen. Ich werde es einfach mal machen. So, jetzt würde ich gern dem Hai eine Mango an den Kopf schmeißen. Ah, da ist er. Ja, super. Was wollte ich noch sagen? Ah, genau. Hast du das Surprise schon gesehen? Nein. Schau doch mal hier rum. Oh. Ich habe mich schon gewundert, wieso die Ecke da innen, wenn man von innen rausschaut, wieso da so komisch ist, ne? Wieso man da was sieht. Ja. Barbie. Oh Gott. Ich habe gesagt, ich nenne ihn Barbie. Ja, okay, cool. Also Plan ist im Grunde schon, dass man das komplette Schiff ringsrum irgendwie verziert mit diesen Haiköpfen. Wir haben mittlerweile, hast du ja schon gesehen, 23 plus dem, der hängt also 24. Es ist natürlich schon so, dass ich auch die Parts, die ich solo mache, immer wieder mal schneide. Und dabei geht halt auch mal der ein oder andere Hai drauf. Es gehört einfach dazu. Ja. So, ich habe aber allerdings noch nicht wirklich ein System, was das Ordnen angeht. Naja, da hast du ja mich dafür. Ja, also da hast du wirklich ein sehr gutes Auge dafür. Vor allem, was enorm gut ist, das sind die Schilder, die du hier schon eingesetzt hast, ne? Mit Rezepte, Trash, Samen und wenn wir das dann einfach so weitermachen. Ja. Genau. So. Mein Plan wäre jetzt. Warte mal ganz kurz, was mich auch mal interessieren würde, ist das, ob die Leute, die dir zuschauen oder hier auch mal die Parts und so anschauen, ob die das auch interessiert, was wir so privat so bauen. Das würde mich mal auch mal interessieren. Ja. Ob wir da mal so ein privates Special machen. So einmal dein Schiff, dann komme ich auf dein Schiff privat und dann kommst du auf mein Schiff privat. Also für mich wäre es auf jeden Fall mal interessant. Ja, würde mich auch mal interessieren. Würde mich mal interessieren, was die Leute dazu sagen, ja? Das ist eine gute Idee. So,
bautechnisch. Ich würde sagen, wir tanzen wieder mit dem Hai und gehen runter, nutzen noch die Möglichkeit, solange das Licht da ist. Da ist er gerade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen farmen. Und sollte nichts Interessantes passieren, dann schalten wir einfach dann später wieder zu. Ich muss dich leider enttäuschen, die Möwe hackt gerade auf unserem Saatgut rum. Und die Tür war zu. Oh, verdammt. Ich dachte, das funktioniert. Also die Tür war wirklich zu, aber die war hier hinten und hat darauf rumgehackt. Das ist doof. Hm. Okay, dann können wir das auf jeden Fall ganz anders gestalten. Lassen wir uns das einfallen. Ich gehe jetzt mal hier in das rechte. Ja, das geht. Mein Plan ist ja, hier vorne das Schlafzimmer quasi hier zu machen. Aber durch die Info bei dir jetzt und durch das, was ich jetzt hier so gesehen habe, dass hier die Wellen auch noch über die halbe Brüstung kommen, werde ich, denke ich mal, das Ganze anders planen. Ich werde es ein bisschen reinrutschen. Wichtiger. Das ist wirklich wichtiger, das Ganze ein bisschen reinzurutschen. Ja. Du kennst aber im Grunde das Schiff nur so zur Hälfte, ne? Ja, das da hinten, das kannte ich gar nicht. Ja, also... Ich bin ja eigentlich mit Gesicht auf die Kisten hier, so mit dem Gesicht auf die Kisten gespawnt. Genau. Ich war leicht schockiert, weil ich das da hinten nicht gesehen habe und dachte ich mir so, hä, wo bin ich? Okay. Wir müssen aber trotzdem, ja, ich muss mich auffüllen. Ich bin nämlich leer mit allem. Ich nehme mir jetzt mal hier so einen Wels raus. Oh, und ich habe kein Wasser. Sehe ich gerade. Eine Flasche tauschen, nimm die. Dann nimmst du nicht. Ich hab's nicht mitbekommen. Danke. wo bist du? Hilfe. Ich bin im Wasser und kitzel mit dem Hai. Oh, und der ist tot. Hai ist tot. Der Hai ist tot. Juhu, juhu, juhu. Wie viel Fleisch hast du jetzt bekommen? 2. Okay, dann habe ich die anderen 2, ja. Ah, Ton. Wir wollten das mal mit dem Counter machen. Ja, es sind ungefähr 4 Minuten. Oh wow, da haben wir uns ja mächtig verschätzt. Ja, ich gehe gerade drauf. Okay. 4 Minuten. Ich habe nämlich bei der Aufnahme einfach mal geguckt, wann er gestorben ist, also den Moment. Und bis er dann wieder da war und mich plötzlich gebissen hat. Wow, okay. Also ich meine, man kann sich da auch täuschen, ne? Vielleicht ist er auch nur irgendwo anders rumgeschwommen. Hm. Wäre ja auch möglich. Ich glaube, der müsste auch jetzt gleich wieder da sein. Ja, da ist er schon wieder. Ich habe ihn gerade gesehen und er kommt schon auf mich zu. Servus. Du bist also der Neue im Revier. Aber ich komme jetzt auch mal raus. Mal so die Habseligkeiten, die ich gefarmt habe. Naja. Ja, wir wollten noch einen Kassensturz machen, wenn wir rauskommen. Ich habe mir jetzt auch die Dinger wieder rausgeholt, die ich vorhin rein habe. Ja, aber haben wir eine leere Kiste? Eigentlich nicht, ne? Naja, hier ist eine fast leere. Wir könnten ja eine Kiste hier neben das Radio stellen, einfach. Mein Material haben wir ja genug, ne? Ja, hier rein, also hier so in die Ecke rein. Na, oben drauf. Warum verstecken? So, ein Scharnier. So, einmal Lager. Zack. Warte mal. Inklusive Hai. Schrott. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Ja.
Ne, wir sind noch nicht fertig. Holz habe ich eigentlich von der Insel geholt. Also das, ich tue mal das Haifleisch auch mit rein. Man muss ihn echt gut im Auge behalten. Schade, dass ich ihm dann auch noch eine verpassen kann. Ja, ja, ist ja gut. Ja, zu zweit hat man einfach schneller weg, ne? Wir entfernen uns immer mehr von unserem Floß. Ja, soll vorkommen. Holst du die Truhe? Bin ich gerade dabei, ja. Achtung, der kommt zu dir. Ich sehe ihn dann. Ich. Vorsicht, achso. Ah, verdammt. Hat er dich erwischt? Zu langsam. Ja. Wir können ja mal Richtung Floß zurückschwimmen. Kommt, glaube ich, zu dir. Nein, er kommt zu mir. Jetzt ist er tot. So, ich muss auch essen. Super angeschlagen. Hat der Hai jetzt echt wirklich den zweiten Grill gekillt? Ja, ja. Der hat die Planke rausgebissen und dabei ging der zweite Grill flöten. Oh Mann. Ja. Der andere Hai ist wieder da. Also der neue Hai. Der neue Hai. Wie irritiert mich das so ein bisschen, weil das schaut so halbfertig aus. Ja, vor allem es stört, unkoordiniert. Es stört mich halt wirklich, dass auch nur, dass das Wasser immer noch drüber geht. Kann man eigentlich. Jo, man könnte. Weil ich habe gesagt, ich würde es gerne in zwei Stufen machen, ne? Man kann zum Beispiel ringsrum diese Rampen machen. Immer sammeln. Stimmt, auch wieder. Oh Mann. Na gut, war eine Idee, ne? Eine falsche. Da kannst du nicht mehr sammeln. Ja. Da muss ich sagen, da habe ich bei mir auf meinem Fluss auch sehr, sehr, sehr lange getüftelt, wie ich das jetzt hier mache, weil du hast halt hier trotzdem zwei Ebenen verloren, verschenkt praktisch. Also du schmälerst praktisch dein schmales Floß nochmal um zwei zwei Bauplätze. Wobei es ja nicht einmal schlimm ist. Also ich finde es groß genug, weil man kriegt alles unter. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wenn du könntest ja in die Höhe immer noch gehen. Ganz genau. Man kann ja. Also diese Radarstation mit den Antennen und so habe ich eh vor, nicht auf die erste Ebene, sondern nochmal eins höher zu machen. Das, was ich halt ganz blöd finde, ist, dass du den Anker nur unten hinsetzen kannst. Man kann nicht sagen, dass ich den auf die erste oder zweite Ebene setze. Das finde ich etwas doof. Aber gut, so ist es halt. Naja gut. Ja, ist jetzt da unten an der Insel noch irgendwas zu holen oder wollen wir ablegen? Also ich habe nichts. Ist alles weg? Ich habe nichts mehr gesehen. Okay, dann lass uns ablegen. Ja. Der ist eh scheiße. Ja, eben. Will kein Mensch bleiben. Wir brauchen Material, wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. So, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal in die Kiste. Um den Kassensturz zu machen. Oh. Warte. Also, Kassensturz ist jetzt wirklich nicht einmal schlecht, ne? So viel Ton. Kupfer 16, Metallerz. Wahnsinn. Ja, und das Zeug halt, was wir auch am Wasseroberfläche gefunden haben. Und zwei Haie haben wir gekillt, das ist cool. Ja. Ja. Kooperation, die Haie. Genau. Warte mal, den Trash tue ich gleich hier rein. Sprich den Haikopf. Jetzt sind es dann mittlerweile 16, die wir haben. Inklusive Barbie. Inklusive Barbie. Also jetzt sammeln wir halt erst einmal ein bisschen. Ja, hätte ich auch gesagt.
Wir fahren jetzt einfach mal stur drauf zu und schauen, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Genau. Ich überlege noch immer, wie wir es machen. Mit was wir anfangen im Grunde. Wie meinst du anfangen? Umzubauen. Ach so. Ja. Ach, ich habe keine Planken mehr, deswegen. Also mein Ding wäre gewesen, wir reißen das hier ab. Also warte bis auf hier. Ich bin gerade noch schnell am Holz holen, dass ich mein Eisen schmelzen kann. Weil wir haben genug Schrott. Okay, wo abreißen? Hier, also das hier schon weg. Wie das hier. Und dann hier entlang, alles wieder weg. Das hier alles weg. Und hier dann mit der doppelten Ebene anfangen und in diese Richtung hier ausbauen. So, in die Richtung gehend ausbauen. Und das hier, also die praktisch, ja, die Hütte hier, die würde ich so auf der Ebene sogar lassen. Erstmal, vorerst. Die würde ich jetzt gar nicht wegmachen. Weil da kann man ja dann mit Treppen nach unten gehen. Da kann man ja dann, weiß ich nicht, das kannst du ja vielseitig nutzen. Die Hütte ist ja groß genug, auch selbst da eine Küche reinzubauen. Dann kann man die Farming-Geschichte, die kannst du sogar auslagern. Die kannst du ja auch dann außen irgendwo hin machen. Jetzt habe ich Hunger. Hi. Das wäre jetzt so meine Idee. Man weiß nicht wirklich, wo man anfangen soll, ne? Also das hier hinten erstmal wegreißen. Genau, das alles komplett wegreißen bis zum Sockel von dem Haus praktisch. Weil da kannst du ja hochhüpfen. Oder du stell eine Treppe hin oder... Okay, jetzt die drei noch. Und von dem aus jetzt halt im Grunde auf doppelte Höhe. Lass mal. Also so würde ich es lassen. Zweichen, genau, die zwei noch lassen. Und jetzt setzen wir dann hier noch diese Reihe, also die setzen wir hier fort. Hier, das hier. So. Also Kiste weg, genau, richtig, so können wir es machen. Dann können wir nämlich hier wieder den Grill hinstellen, hier oben. So, dann haben wir hier den Grill. Vorerst. So, ich nehme die Kiste weg. Kann das wahrscheinlich bleiben. Ja, jetzt zum Bauen kann es bleiben. Gut. Genau, perfekt. Setze ich jetzt hier daneben. So, dann haben wir hier die rohen Materialien, die wir dann gleich auf den Grill legen können. Gut. Da kommt das ganze Rohe rein. Ich habe hier, sehr schön, habe ich, perfekt. Du hast? Lass dich überraschen. Ach, ein Schild. Lass dich überraschen. Ein Schild. Juhu! So. Oh. Oh, da schwimmt ein Fass vorbei. Naja, lass es schwimmen. Nein! Dann spring hinterher. Hab ich doch, bin ich. Achtung, da muss ich Gas geben. Sag mir, wenn du Wasser gibst, dann gebe ich Gas. Ja. Das ist echt blöd, wenn du vom Schiff runterfällst, das Segel ist offen und dann erstmal hinterherkommen. Oh,
Bist du voll? Ja. Und dann sag mir Bescheid, weil das Zeug, das geht ja sonst weg. Ja, sammel mal auf. Hab ich schon. Bitte. Okay, sehr gut. Siehst du, wir ergänzen uns doch prima. Gibst du mir bitte die Kiste? Nein. Wo ist die? Achso, die hab ich. Ich zeige auf dich. Du kriegst sie. ich hab sie dir zwischen die Beine geschmissen. Ja, hab sie schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt dann aber auch nur ein Professorium, weil so kann das auf Dauer nicht bleiben. Nee. So, also man sieht ja, wir haben hier was weggerissen und gerade eben im Moment versucht der Hai da hinten was wegzureißen. Du Sau! Ich weiß, ich sage immer Sau zu ihm, obwohl er ein Hai ist. So. Genau, da haben wir ja alles jetzt weggerissen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du vorhast. Ups. Okay, der erste Balken. Genau, immer schön zwei im Abstand. Ja, das waren aber drei. Stopp. Nö. Doch. Eins, nein. Zwei, drei. Ach, hier. Ah, ja, tatsächlich. Kannst du die wieder weghacken? Ich habe nämlich keine Axt. Ja, kann ich. Ist halt. Naja, gut, wir haben Material genug, also insofern ist es ja nicht schlimm, ne? Soll das jetzt erstmal die erste Plattform sein hier? Genau. Soll ich dann schon mal anfangen, hier die Holzböden reinzuziehen? Ja, ich habe jetzt nämlich keine Planken mehr. Okay, ich habe auch nicht mehr allzu viel. Ich gehe mal schnell die Netze absammeln. Ja. Da ist ja genug drin. Oh, ich sehe gerade, dass ich Hunger habe. Und jetzt bin ich auch leer mit Holz. So, ich schleppe mich mal ganz kurz zu der Kiste gekocht. Ja, ja. Oh Mann, die Möwenkeulen, die sind ja auch richtig gut, ha? Oh ja. Die geben ja richtig viel. Das geht ja richtig fix, die Ebene hier rein zu basteln. Ja, wir haben doch recht viel Material, ne? Und schön, wie das Wasser dann hier unten durchschlupft. Weil das ist nämlich schon wirklich was Nerviges. Ja, vor allem, wenn du teilweise wirklich die Bodenhaftung verlierst, weil das Wasser einfach so hoch schwappt. Ja, was dich dann quasi vom Boot auch runterzieht, ne? Ja. Das ist es eben. So hat's mir ja mal meine Begleiter weggespült. Um nicht zu viel verraten zu wollen. Ja. Ja, das ist ekelhaft, wenn das passiert. Vor allem ist es ja nicht gerade, ja, schon wieder Bodenhaftung verloren. Es ist ja nicht gerade wenig Aufwand, um die zu fangen. Oh ja. So. Ich bin jetzt mal gespannt, was du hier machst. Also an sich bin ich absolut auf deiner Seite, was das angeht, jetzt ein komplettes Stockwerk zu machen und nicht nur das halbhohe. Einfach auch wegen dem Wasser. Das ist, na. Ja, du hast halt später hast du auch viel mehr Möglichkeiten, weil wir hatten das ja auf meinem Floß, habe ich dir das ein bisschen angedeutet und auch gezeigt. Du kannst halt das untere Stockwerk kannst du ja trotzdem nutzen. Ja, ja, eben. Wenn du es jetzt so machst, als Lagerfläche zum Beispiel. Räume und genau, ja. Lagerflächen, Räume, du kannst es ja nutzen. Wenn du das jetzt halb hoch machst, so wie hier drüben, dann kommst du da nicht mehr drunter. Das ist verlorene Fläche eigentlich. Ja. Das finde ich eigentlich dann trotzdem schade. Ja, na gut, man könnte halt noch ein Stockwerk draufsetzen, aber wie schaut es dann aus? Ein fahrendes Hochhaus. Dann irgendwann wird es dann wirklich hoch. Fahren wir auf diese Insel zu oder fahren wir dran vorbei? Wir fahren darauf zu, ne? Moment. Wir fahren direkt darauf zu. Ja, mit der Ecke, ja.
Ich wollte aber noch ein bisschen Material sammeln. Und. Aber ich hätte auch gesagt, wir lassen die aus. Ja. Wir haben echt genug. Also, wir haben. Ja. Gut zu tun. Also, kommt selten vor, dass ich wirklich auch mal sage, okay, wir lassen die aus, aber jetzt in dem Fall. Also, ich erkläre dir mal schnell meinen Plan. Ich will nämlich hierher, also hier nochmal eine Reihe halb hoch, also nochmal so eine Reihe Böcke. Ja. Auf die Böcke kommen dann Stufen. Diese, also praktisch, warte, ich zeig dir das mal, wie ich mir das vorstelle. So, so. Und dann so. Genau, die Stufe. Genau. Und ja, das geht genau auf. Ja, ich sehe es. Ich habe jetzt bloß keine Nägel mehr. Doch, habe ich. So. Jetzt. Mich genau auf. So. Ich hoffe, ich nehme den Stuhl jetzt. Ja. Yes. Können wir uns schön nebeneinander setzen mal. Cool. Auch Materials. Zweiter. So, so, das passt. Genau. So, ich habe kein Holz mehr. Stelle ich mir das vor. Ja. Dann kann man das unten auch schön verkleiden. Dann ist das zu. Ah, genau. Aber da kannst du Doppelte nehmen. Nicht zwei halbe, sondern Doppelte. Ja, ja, das ist klar. Perfekt. Ja. Ja, na doch. Das ist cool, ja. So, es wird langsam. Ja, so. Jetzt kriegt das Ganze mal ein bisschen Struktur. Wir tuckern so langsam auch schön vorwärts. Du hast das Segel eingeholt, ne? Echt? Ja. Ich wusste ich natürlich nicht, ob du das absichtlich gemacht hast. Nein. Jugendlicher Übermut. Boah, ich hab schon wieder Hunger. Und Durst. Uiuiui. Bei mir geht's noch. Ein bisschen unterhalb bin ich gerade. Cool. Ah, Teamwork. Jo. Hab sie. Komm dann auch gleich auf den Grill, würde ich sagen. Ist eh gerade nichts drauf. Ich greif gleich an. Oh, ist er schon im Anmarsch? Wo ist er? Ja. Stopp das Boot! Stopp das ja, Boot! Ja, schnell. ja, ich renne, ich eile! Wo bin ich? Ah, da, okay. Ich habe noch 5 weitere Segel aufgebaut, dass ich dir entkommen kann. Bist du wieder zurück? Ich bin wieder da, ja, du kannst weiter. Okay. Der kam jetzt aber auch wie aufs Stichwort, weil wir brauchen nämlich wieder gekochte Sachen. Das Heizeug ist gleich drauf. Apropos, wie schaut's aus hier? Ich muss jetzt nämlich auch nochmal Holz holen. So. Oh genau, und ich wollte ja auch was ausprobieren. Allerdings würde ich gerne Tag haben. Entweder wird es jetzt gleich Tag oder ja, es wird gerade Tag. Ja, da hinten geht die Sonne auf. Halt, Ananas kommt in die gekochte Kiste erstmal.
Samen natürlich in die Samenkiste. Jetzt ist der Vogel schon wieder da. Aber ich habe den Eindruck, dass er weniger kommt, wenn die Türen zu sind. Er mag vielleicht noch immer kommen, aber nicht mehr so häufig. Okay, ja, dann spielen wir es doch mal. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe nämlich mal was vor, mal was zum Testen. Okay, jetzt bin ich aber auch gespannt. Ah. Ich will dich jetzt. Ich brauche Holz. Oh. Ja, ich sehe gerade. Toll. Das ist wieder, ach so, du hast keine Axt mehr, ne? Warum? Ich hab das nämlich falsch gesetzt. Da muss halt ein Dreieck rein. Ach, ist kein egal. Viereck. Ist egal. Ach so, okay. Ich glaube, ich hab sogar in einem Part gesagt, dass ich das hier absichtlich vorne schräg lasse und dort hinten eben gerade, weil ich noch nicht weiß, ob das nicht sich ein bisschen weiterentwickeln wird, dieses Boot. Aber ja, ach so, stimmt. Hier hinten ist ja auch viereckig. Ja. Na gut, dann passt's ja. Ja. So, ich bräuchte wahrscheinlich 3 Kisten. Jetzt gucke ich mal. Was hast du denn vor? Wirst du dann sehen. Ja. Surprise, surprise. Ich bin sowieso gespannt, ob es klappt. So. Habe ich Nägel? Ich habe Schrott. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, ich muss die da herstellen. Jo. Okay, probieren wir es mal. Ich glaube, ich weiß, was du machst. Coole Idee. Ja, genau, ich wusste. Ja, wie cool. Ein Einbauschrank, das ist doch mal was. Ja. Vor allem, das ist hier unterdeckt, dann kannst du das auch wirklich richtig gut als Lager nutzen. Und durch das ganze Material, was wir ja hier sammeln, kannst du jeden Schrank quasi für ein Material nehmen. Jetzt ist nur die Frage, wo passen deine Schilder hin? Das wäre jetzt das Einzige. Weil die kann man ja vorne nicht auf die Kisten drauf machen. Ist ja nicht Minecraft. Oh, doch? Ja, cool. Dann ist jetzt nur die... Man muss halt wirklich sehr, sehr nah rangehen, ne? Ja, man muss halt wirklich ganz rangehen an die Kisten, ne? Das mit die... Ja. Ja, wo ist er denn? Ja. Da kann man Hide and Seek kann man da fast schon spielen. Warte mal. Ja gut, wenn das zu blöd ist irgendwie mit dem. Wo ist er? Da vorne. Unten drunter! Da komme ich nicht hin! Das ist das nächste Problem. Die Sau! Das nächste Mal hopfe ich ins Wasser. Ha. Siehst du, das Problem habe ich gar nicht bedacht. Ja.
Und ja, das ist jetzt... Ja, weil der beißt uns das weg hier und dann geht die Treppe da oben drauf natürlich auch kaputt, ne? Ja. Das ist fies. So, kann ich noch eine Treppe bauen? Oh, ich hab Hunger. Ne, mir fehlt ein Holz. Und mir fehlt was zu essen, aber es ist gut, dass ich gerade da stehe. So. Ja. Ich glaube, wir müssen die ganze Idee über Bord werfen. Warum? Naja, weil hast du gerade gesehen, wenn der das wegbeißt und das wegbricht, bricht alles oben drüber auch mit weg. Genau. Ja. Jetzt lass da mal eine Kiste mit Essen stehen oder irgendwas Wichtigem, Lebenswichtigem. Ja. Dann ist das weg. Dann ist das weg, ja. Oh. Und er ist schon wieder da. Das. Genau. Der geht immer gerne an dieses Eck, ne? Ja. Mann. Und uns weht's fast runter vom Boot mit dieser Welle. Ja. Ja, man kommt halt auch nicht so schnell hin, wenn der da unten am Knabbern ist, ne? Ja. Na gut, ich denke, wir bauen alles komplett auf Stelzen, außer dem Segel und dem Anker, weil die müssen ja unten bleiben. Ja. Ja. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, oder besser gesagt, ich mache da beim nächsten Mal weiter und bastel da noch ein bisschen weiter am Boot. Na. Ja, genau. So. Und jetzt hat knurrt mir gerade noch der Magen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss jetzt halt, weil das Bild trübe wird. Also von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und Kommentare würden uns natürlich brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Und dann hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal auch wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao.